Hallo Sammlerfreunde, heute möchte ich euch eine sehr seltene Schützenmedaille vorstellen. Diese Medaille wurde für das Festschießen zu Ehren der Veranstalter des ersten oberösterreichischen Landesschießen geprägt, das im Zeitraum des 13. bis 15. September 1903 stattfand. Dieses Schießen war eine Art von Nachveranstaltung des ersten oberösterreichischen Landesschießen, das im großen Rahmen ab dem 6. bis zum 16. Juni in Linz-Gelmünchen mit großem Aufwand veranstaltet wurde. Ab dem 7. Juni 1903 starteten die Schießbewerbe für das erste oberösterreichische Landesschießen. Am Dienstag, den 9. Juni, beehrte Kaiser Franz Josef im Zuge einer Linz-Visite die Schießstätte in Gelmünchen mit seinem Besuch. Am 16. Juni fand die Veranstaltung auf dem Böslingberg mit einer Feier und einem Feuerwerk seinen Ausklang. Das Festschießen zu Ehren der Veranstalter fand auf der Schießstätte in Kleinmünchen statt, an dem alle Teilnehmer oberösterreichischer Schützenvereine, die am ersten oberösterreichischen Landesschießen teilnahmen, berechtigt waren, wie auch die Mitglieder der verschiedenen Ausschüsse, die beim Landesschießen tätig waren, und natürlich geladene Gäste. Die Medaille zeigt auf der Vorderseite die seitlich nach links gerichtete Halbfigur des Landesoberschützenmeisters von Oberösterreich, Dr. Gustav Max, in Schützentracht mit einer Schärpe und Schützenhut mit Federbusch. Im Vordergrund das Landeswappen von Oberösterreich, links und rechts vom Wappen ein Lorbeerzweig und die Umschrift Dr. Gustav Max, Landesoberschützenmeister. Die ehemals gehäkelte tragbare Erinnerungsmedaille, wahrscheinlich aus 800er Silber, hat einen Durchmesser von 33,7 x 33,6 mm, Materialstärke 2,76 mm. Das Gewicht beträgt 15,6 Gramm. Die Medaille zeigt weder eine Herstellerbunze noch eine Einfuhr- oder Feingehaltsbunze. Auf der Rückseite der Medaille zeigt das Bild die Ansicht des beflaggten Schützenhauses, darüber vierzeilig die Inschrift Schießen zu Ehren der Veranstalter des ersten oberösterreichischen Landesschießen Linz, 13. bis 15. September 1903. Unter dem Schützenhaus sieht man in einem Abschnitt vor einigen Lorbeerzweigen ein Scheibengewehr, davor eine Schützenscheibe. Diese sehr seltene Medaille, ich kenne bis jetzt kein weiteres Vergleichsexemplar im Handel, zeigt auf beiden Seiten Kratzern und Abrieb, was dafür spricht, dass dieses Exemplar auch vom Besitzer längere Zeit stolz auf dem Schützenrock getragen worden war. Selten ist natürlich nicht gleich teuer, wäre die Erhaltung sehr schön vorzüglich, denke ich, würde die Medaille sicher im Bereich 80 bis 150 Euro liegen. In der vorliegenden Erhaltung eher bei 20 Euro. Im Jahresbericht des Museum Francisco Corollinum von 1904 fand ich einen Hinweis auf eine weitere Medaille, die nach den Unterlagen von Dr. Gustav Max selbst stammen dürfte. Möglicherweise war die Anzahl der Medaillen reduziert auf die 15 Preise, die auf die Ehrenscheibe von Gustav Max bei diesem Schießen ausgesetzt waren. Interessant bei dieser Zeitungsmeldung vom 18. August 1903, der Zeitraum, in der dieses Festschießen abgehalten werden sollte, der auf den 13. bis 14. September festgelegt war. Am 9. September erschien in der Gmundner Zeitung als einziges Blatt überhaupt, dass das Schießen bis auf den 15. September verlängert wird. Da die Medaille, die im Rahmen des Festschießens gefertigt wurde, das Datum 13. bis 15. September zeigt, wird diese wahrscheinlich im Zeitraum 8. bis 14. September 1903 gefertigt worden sein. Das Bild zeigt Dr. Gustav Max während des Landesschießens in Linz 1903. Am Dienstag, dem 15.09.1903, stand in der Linzer Tagespost die Meldung, dass am 14.09. der Kaiser mit allerhöchster Entschließung vom 11. September 1903 anlässlich seiner Visiten in Braunau und Linz im Juni 1903 eine Reihe von Auszeichnungen verliehen hatte,
darunter dem Landesoberschützenmeister Kommerzialrat Dr. Gustav Max das Goldene Verdienstkreuz mit Krone. Dr. Max konnte sich leider nicht sehr lange über seine verliehene Auszeichnung erfreuen. Am 15. März 1904 stand in der Zeitung die Nachricht über seinen plötzlichen Herztod mit 41 Jahren. Der Kaiser besuchte am 9. Juni 1903 den Schießstand in Linz-Klermünchen. Das Gebäude mit Schießstätte wurde von Wilhelm Löwenfeld, Besitzer der Spinnerei in Kleinmünchen, 1873 als Schießstand für Angestellte der Spinnerei errichtet. 1874 wurde hier die K&K, privilegierte Schützengesellschaft Kleinmünchen, gegründet und das Gebäude war fortan K&K, privilegierter Landeshauptschießstand. Heute beherbergt die Anlage den Schützenverein, privilegierter Landeshauptschießstand Auerhahn Linz und ein Gasthaus.